So, und wie komme ich jetzt zu dir? Laufen. Nein, 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 nein. Böse. Scheiß Lava. Ein großes Lavabecken. Also da brauchst du ganz normal dich einfach nur hier lang und dann. Und von da oben kam die Hexe. Bis wir Silber von der Seite. Gold! Pass auf, ne, wenn du nach unten gräbst oder so. Ah, hast du schon zugemacht, alles klar. Da geht's hoch. Weil so hoch ist gar nicht mal so eine verkehrte Sache. Sag mal, was willst du denn? Oh, hier geht's weiter. Aber hier ist noch ein Abzweig, ey. Hier ist eine Sackgasse. Ich mach hier mal Licht aus. Entweder wir gehen jetzt da lang, weil da ging es auch ein Stück hoch, oder wir gehen zurück. Ich muss mir erstmal eine Spitzhacke wieder bauen. Warte, ich kann dir eine geben. Weil, guck mal hier hinten. Ich muss sowieso hier mal wieder. Ich muss nämlich die Kohle auch wieder rausholen. So. Boah, Alter, ne? Weit werfen. So. Genau. So. I'm ready. Jo. Meine ich auch. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich bin hier den Weg lang. Mann, spring noch mal da hoch. Hi. Und du hast einen Pfeil im Fuß. Ich werde überall ein paar Pfeile haben, weil ich überall immer wieder was abkriege. Da unten ist böse, böse Lava. Ja. Und auch nur böse, böse Lava und böses, böses rotes Lapis. Pilze. Hallo Creepy. Seh dich. Boom. Toll. Skelett. Und schon wieder eine Hexe. Wie lange sind wir schon hier unten? Eine ganze Weile schon. Ein paar Folgen, ne? Ja. So. Och, Hexe, leck mich doch mal aus. Hier so eine richtige Wand aus Eisenerz, ey. Was, echt? Das ist schon so richtig heiß hier. Grab dich durch. Wir müssen aufpassen auf der anderen Seite, da eben war. Das ist eine Hexe. Hallo! Was hast du denn erwischt? Nix, hier ist nix. Und nicht immer alles Eisenmist. Huch. Ja, hier ist so Sackgasse.
Stackkasche. Kann auch bei der Hexe lang. Hallo Hexe. Hallo Brina. Hier. Wo war das hier oder war das weiter unten? Oder war das noch weiter oben? Hier ist weiter oben. Ich schalte mal das Wasser aus. Ich habe deinen Lavasee gefunden. Hi. Sonst ist auf der anderen Seite auch noch einer. Genau, und hier ist das Gold, was da war. Din, 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 din. Din, din. Ach, warte mal. Klar. Moment. Bup, 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 bup. Bups. Heps. Habe ich keine Stäbchen? Wie ich alle Stäbchen aufgebraucht habe. Brauchst du Holz oder sowas? Nee. So. Weil. Deswegen. Digga, ich darf nicht sterben. Geht mir genauso. Ich habe 31 Level. Du, ich habe einen Diamanten haufenweise dabei. Wichtiger als deine Level. Das ist nicht so schlimm, das kann man mitnehmen. Ice Bucket Challenge. Um die Level wäre es nur schade. Ich hoffe, du fällst in Lava. Digga. Dann will ich lieber mal um die Hexe da oben rum, ja. Oh, warum dauert das immer so? Obsidiane. Boom. Au! So. Ich hab Glowstone. Brauchen wir Glowstone? Brauchen die Schaden. Ich muss mal eben mein Inventar komprimieren. Alter, du bist das. Wie bist du denn vergiftet? Ich hab mich mit der Hexe gebieft, die dich gestört hat. So. Ich habe nur das Obsidian abgebaut. So, so. Also wegschmeißen. Mein Invi ist jetzt komprimiert. Ich habe jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5 Plätze. Du hast mir einen Eiseneimer gemacht, danke. Ja, ich habe den nur rausgeschmissen, weil ich gerade Platz brauchte. So. Ah, hier ist auch noch rotes Lapis. Wo bist du jetzt schon wieder? Oben. So. Du, 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 du. Alter, wo geht das denn schon wieder? Digga. Eisen. Muss mir mal Fackeln machen. Hallo Fledermaus. Hier ist schon wieder Lava. Und ein Seeschlitz. Ja. Seeschlitz, das Blub. Bam, 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 bam.
Hier unten ist auch nichts Interessantes. Schön die Diamantspitzhacke schonen. Hier ist nichts. So. Ich sag ja, irgendwann zerschlägt man einen Stein und dann hast du da so ein, also so Fische im Arsch. Das können wir nur haben, wenn wir unter einem Berg sind. Wir haben eine bergige Gegend gehabt. Wo bist du jetzt denn schon wieder? Zurück? Einmal aus den Augen lassen, schon. Hier hinten ist auch noch Kohle. Und hier ist Lapis, rotes Lapis. Noch, du und dein rotes Lapis. Reflex hat sich das Schild in die Hand genommen. Das sah ja geil aus. Hier ist ja noch dunkel. Bis hier oben, wo dann Lava ist. Und man schon wieder irgendwelche Skelette hört. No, Alter. Überall Skelette. Bist du raus? Ich versuche jetzt gerade mal so Richtung abzukommen. Ach. Du kannst dich ja noch ein bisschen unten umsehen, du weißt ja, wo ich im Grunde bin. Ja, im Grunde schon. Ich höre den Enderman. Enderman, seht's mal so. Wenn du da bleibst, wo du jetzt gerade bist, dann sind wir die allerbesten Freunde. Du hast deine Ruhe, ich habe meine Ruhe. Komm auf, hier nebenbei irgendwas zu spawnen, ey, das ist ja schrecklich. Ja. Also willst du den Weg nach oben graben und was findest du? Dann willst du Eisen, dann findest du da noch das und dann willst du da das. Und ich habe gar keinen Platz mehr für das Eis. So, bop. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Will I be pretty? Gott sei Dank habe ich keinen. Das wäre ein bisschen armselig, wenn ich jetzt kein Dings mehr hätte. Keine Kohle. Bei der Masse, die man da geschnibbelt hat. Man anders sieht, haut doch mal ab, anders sieht. Gab es nicht auch irgendwas mit einem Ofen so, dass da irgendwas spawnt oder nicht spawnt oder spawnt? Beim Ofen? Keine Ahnung.
Der Ofen spendet Licht, das ist auch alles. Kann auch irgendwas anderes gewesen sein. So. Bist du jetzt draußen? Nein. Ich muss da eine neue Spitzhacke bauen. Oh, ich habe den Wanderhändler gefunden. Den Wanderhändler? Ja, ein Händler, der ständig und auf Wanderschaft ist und ab und an auftaucht und dir Waren anbietet. Wie, du bist schon draußen? Ja. Wie bist du denn rausgekommen? Ich bin den Weg gekommen, gegangen, den wir gekommen sind. Ach so. Seht ihr das? Sie geht einfach raus, lässt mich hier unten im Stich. Du wolltest dich doch hochbuddeln. Ich dachte, du wärst schneller. Das ist die Spielerin dahinter, den Charakter. Ich sehe dich. Eine Person, die euch eiskalt sterben lassen würde. Ich muss noch die Sachen von unten holen. Ich hätte wieder einen Ofen am Schmelzen. Wenn das Ganze nicht so Ding nicht so voll wäre hier. So. Guten Tag. Huch. Darf ich vorstellen? Das ist unser Wanderhändler. Greif ihn an. Was bietest du denn an? Eine Feuerkorallenblock. Ein Runzelkorallenblock. Ein Farn, gelber Farbstoff, violetter Farbstoff und Pottsoll. Macht Spaß. Tut dir einem was an, wenn man ihn haut? Der Wanderhändler? Nein. Hauptsache, er hat seinen Spaß. So, wo müssen wir denn lang? Guck grad nach Hause geht's da lang. Guck gerade auf die Karte. Unser rotes Haus da ganz am Eck, an der Ecke. Die Karte muss echt mal vergrößert werden. Das Ding, womit du vergrößern kannst, hast du mitgenommen. Der arme Kartograf, jetzt hat er keine Arbeit mehr. Teilen ist besser als nicht teilen. Du hast ihm seine Arbeit geklaut. Wo ist das Teilen? Ne, er lebt, er überlebt sowieso. Er braucht unsere nicht... Fische sind alle noch da. Ja, schick. Bis auf Flipper. Er ist ja tot. Nö, den hast du ersäuft. Ist ersäuft. Er hätte Luft holen können. Er hätte es nur wollen müssen. Miau. Oh, Digga, du triggerst. Komm her. Komm her. Komm her. Kein Enderpeller. Wenn du langweilig hast, kannst du den Keller bauen. Ja. Um damit wir in unser Lager bauen können. Ich komm hier jetzt erstmal. Und das sind dann nachher sagt sie dann, oh, du hast mir nicht gesagt, was ich machen soll. Ich sagte, ich komprimiere jetzt erstmal. Lass mich komprimieren. So. Guten Tag. Und doch Katze und Schildkröte. Was auch sehr strange ist, ey. Was ist strange? Und Katze und Schildkröte als. Aber warum nicht? Wer hat keine Katze und kein Schildkröte als Haustier?
Ah, Mann. Kohle, Kohle, Kohle. Da kommt's. Oh, guck mal, der Händler kommt sogar bei uns vorbei. Cool. Ich setze schon mal den Tee auf. He's here with us. Der gleich mal überfallen. Hello again. Werde ich rufen, wenn Abend beginnt. Na 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 na. So. Ey, da unten. Immer diese komischen Leute, die einfach so zu Besuch kommen. Ich sehe ihn nicht. Doch, tatsächlich. Lol. Sei, da kommst du zu Besuch. Ist aber ein anderer. Das ist ein anderer. Was machst du wieder mit dem? Nix. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Hä? Hui. Ich hab ihn gefangen. Warum? Weiß ich nicht. Er ist auf mich zugekommen und plötzlich war er im Boot. Wen hast du erwischt? Das braune Alpaka. Jetzt runtertauchen. So. Na, wenn du schon das Alpaka gekillt hast, dann kann ich ja wenigstens das Leder und die Leine mitnehmen, ne? Also. Guck, ich habe sogar schon Sachen für dich hinter. Obwohl das kann ja ein Arbeitsraum werden, muss ja nicht die Küche sein, das kann ja ein Arbeitsraum werden. Unten wird ja die Bibliothek, die braucht ja haufenweise Platz für die Bücher, ne? Ja. Mal hier oben den Arbeitsraum. So. Er fragt sich, hör. Hat jemand mein Dings gesehen? Wir müssten Soul Sand haben. Wieso? Weil dann kann ich einen Fahrstuhl nach unten bauen. Vor allem, wie tief soll denn unsere... Du, wir brauchen ein Lager für alles, so auch geordnet, da wollen wir jetzt rein. Guten Tag. Sie wissen schon, dass Sie in meinem Boot drin sitzen, ne? Du, ich durfte den erschießen. Der ist also sein Vieh erschießen. Was? Ich durfte sein Vieh erschießen. Der sitzt in meinem Boot. Das ist keine Berechtigung, sein Vieh zu erschießen. Doch. Das arme Alpaka. Das hier sind amerikanische Verhältnisse. Du bist ein... Du bist amerikanische Verhältnisse. Die Schildkröte hat gerade gekotzt. Die Schildkröte hat gekotzt. Zumindest hat sich das so angehört. Oh shit. Was denn? Nix, alles gut. Musst du den wirklich jetzt hier hinstellen? Er ist von selbst dahin gegangen, da kann ich nichts für. Der haut nicht mehr ab. Der kann nicht mehr abhauen. Hier ist noch... Jetzt hat er gesoffen. Beziehungsweise er säuft. Was machst du da? Nee, er ist unsichtbar. Er hat sich unsichtbar gemacht, ja. Wozu hast du hier... Zeig ich dir gleich.
Dann, weil es dunkel wird. Nein. Ich muss mir mal kurz eine Plattform bauen. Nein. Nein, gib her. So. Ab ins Bett. Gut. Ab ins Bett hier. Ach, willst du mein Dings mal haben? Fällt mir gerade ein. Dein was? Alter, kann das. Mein Diamant. Wegen dem Magiertisch. Guten Morgen! Sag mal, könntet ihr mal aufhören, solche komischen Geräusche hier zu machen? Er seuchte was, dann hört er sich an, wenn er kotzen würde. Was ist falsch mit dir, Kollege? Ich hab dir das Boot geklaut, du Bitch. So, was wollen sie da in der Ecke? Das hört sich an. Das ist das Alpaka. Der schießt sich gleich. Nein. Ich brauch schon einen Weg nach oben, nicht doof. Mit meiner neuen Schusswaffe hier. Morgen. Ich habe ein Skelett gehört. Ich höre hier ein Skelett. Ich frage mich nur wo. Ein Skelett, das läuft. Ist das bei dir? Nein. WTF? Ich bin irritiert. Was nicht daran ändert, dass ich immer noch Dings brauche. Nur noch Glas. So. Was? Schüpp? Achso! Manfred und Irmgard, ah. Was ist das? Hä? Wüt? Wie soll denn der Boden ausgekleidet werden? Aufstein. Das ist doch langweilig. Wenn ich alles aus Stein mache. So, jetzt hole ich erstmal ein bisschen was an Sand wieder mal. Aber wir brauchen jetzt mal was Neues an Gerätschaft. Ich brauche was an Gerätschaft.
Okay. Was denn? Ich gucke mich gerade mal ein bisschen durch die Rezepte hier durch. Ich bin gerade neugierig geworden, dass ich was bauen möchte. War das falsch? Ah, okay, ich brauche dafür ganzes Holz. Ah. Du willst nicht ernsthaft einen Grabstein bauen? Nein. Redstone, geh weg. Hi. Hi. Oh, was für ein Arbeitsbereich oben. Sagt er ja, obwohl er eigentlich Dings gehen wollte, ne? Sand holen wollte für Glas. Wenn man nicht ab und an Schwachsinn macht, macht das Spiel keinen Spaß mehr, oder? Flup! Okay, Fisch. Du legst es darauf an. Was denn? Der Fisch war direkt neben unserem Teich. Direkt. Er hat es einfach nur drauf angelegt. Flup! Blup. Ich glaube, die Schildkröte will da wieder raus. Bam! Ich mag meine Armbrust. Oh. Immer Bescheid geben, wenn man wieder zu Hause ist. Wer da? Oh. Oh, mein Gott. Eins, zwei, drei, vier und dann da. Ja, perfekt. Ich höre immer noch ein Skelett bei uns hier am Haus. Ey. Ich höre keins, wenn ich oben bin. Mwah.